Hier. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Sims 4. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet, nachdem ich irgendwie beim ersten Mal nicht ganz geschafft habe. Da habe ich nur einen gemacht und wollte aber mehr haben. Und zwar haben wir hier eine kleine WG. Hier, oh. Ja, das ist noch vom Einrichten. Wir haben hier eben die Tina Sommer. Die ist, ja, auf jeden Fall. Die will eine Familie haben, die erfolgreich ist, ist natürlich romantisch, also ehrgeizig und familienbewusst. Und ja, hat einen kleinen Rottick, bis auf die Schuhe passen nicht dazu, fällt mir gerade auf, das müssen wir noch schnell ändern. Ja. Nicht ganz so. Und ja, müssen wir andere Schuhe aussuchen. Gefällt mir auch nicht. Gefällt mir auch nicht. Ja. Genau. Die ist halt einfach so ein riesengroßen Rottick. Ja, genau. Dann haben wir hier mich. Also ich habe mich nicht, wie man sieht, nicht ganz nachgebildet, aber einfach mal so. Dann haben wir hier die Jennifer. Ja, die ist auch noch in. Ja. Die Jenny Förster. Die ist. Ja, die ist eigentlich, hat eigentlich mehr so einen Pink-Wahn. Also sie ist ja total ein Pink eigentlich. Und von dem her, ja, ist die. Die sucht die Liebe ihres Lebens, glaube ich. Genau, die sucht die Liebe ihres Lebens und ist romantisch, ist kreativ und fröhlich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein fröhlicher Mensch und ja, genau. Und dann fangen wir jetzt mal an. Schauen wir mal, was wir machen. So, also sie sind alles nur Mitbewohner, logischerweise. Ja. Secret New Chris. Ja. Ein Schlafzimmer. Ja, es gefällt mir irgendwie nicht ganz so. Was haben wir denn hier? Hier haben wir. Hier wohnen auf jeden Fall schon überall welche. Hier ein Schlafzimmer. Zum Fettnapf. Ja, hier ist schon extrem teuer und hier. Ja. Weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ja, das ist aber in der Stadt. Ich weiß nicht. Die ist komplett leer. Da haben wir auch keine Nachbarn. Also würde ich jetzt persönlich. Nee. Ich glaube, wir bauen uns hier was. Und zwar mit bauen meine ich, dass wir uns selber was bauen wollen. Da haben wir auch noch, aber das ist alles irgendwie so. Weiß nicht, 30 mal 20, da hinten 40 mal 30. Ich würde fast das Grundstück jetzt erstmal zum Anfang nehmen. Jo. Bestätigen. So. Ich habe es in irgendeinem Video habe ich mir angeschaut, wie das alles so ein bisschen funktioniert, aber ich habe keine Ahnung. Und davon viel.
Nein, ich möchte gar kein Tutorial aufrufen. So, dann halten wir mal an und gehen in den Baumodus. Nein, ich möchte auch nicht dieses Tutorial anschauen. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen erstmal Fundament, nein. Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ich würde ja gern erstmal Wände oder so ziehen. Ja, hier, Nachtzimmer. Ja, eben nicht. Ich will Wände und... hier. Raumtool, benutzerdefiniertes Zimmertool. Kellertool. Ja, ich würde schon sagen, wir bauen einen kleinen Keller. So, und warum sehe ich den Keller jetzt nicht? Oh, das kann man doch hier irgendwo einstellen. Keine Ahnung. Jetzt habe ich einen Keller gebaut und weiß nicht, wo er ist. Das ist natürlich klug. Jetzt habe ich Geld dafür ausgegeben. Wir machen einfach mal zurück. Ja, aber hier ist ja jetzt ein Keller, aber... Ich verstehe es nicht. Ah, da ist der Keller. Okay, dann müssen wir hier gleich mal eine Treppe hinbauen, weil sonst kennt sich hier ja keiner mehr aus. Ja, stabile Stufen, einfach irgendwas Billiges in Weiß. Ja, so hätte ich gesagt, ja. So, gut, dann können wir jetzt hier eins nach oben gehen und wissen jetzt, dass hier unser Ding ist. Das heißt, wir bauen hier erstmal so... Ja, das ist doof. Das war blöd. Hier so einen kleinen Gang und Eingangsbereich und sowas und dann hier so. Hier so Wohnzimmer. Ne, dann nehmen wir jetzt mal extra Gewände, also so und so. Ich mag ja, wenn es nicht so eckig ist. Ich habe keine Ahnung, was ich da baue. Gut, Winkel kann ich nicht anstellen, ist auch in Ordnung. So, das ist Wohnzimmer, das ist Flur, dann brauchen wir hier... Müsste der Gang hier wahrscheinlich noch ein bisschen weiter gehen. Hier dann so ein kleines Bad hin. Hier so die Küche. Genau, hier so die Küche, dann brauchen wir noch schnell ein paar Zimmer.
dann bauen wir hier ein Zimmer hin. Hier noch ein Zimmer und... Hier ein Zimmer, ja, die sind alle unterschiedlich groß, ich weiß. So, und zwar brauchen wir dann hier einfach mal so 4. Vier, fünf auf fünf, hätte ich gesagt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ja, so. Soll ja nicht unfair werden für die anderen und dann, eins, zwei, drei, vier, fünf auf drei, vier, fünf. So genau, dann brauchen wir nee. Viereckige Terrasse. Hallo. Ich würde mir gern ich will mir das selber ziehen. Achso, das muss ich platzieren und dann ziehen. Achso. So, genau. Wie kann ich das drehen? Ich will das drehen. Zurück. Naja, egal. Dann hier brauchen wir... dann kommt hier auf jeden Fall eine kleine Plattform rein. So. Genau, und dann will ich... Wie kriege ich denn das jetzt? Wie kriege ich das jetzt nach oben gezogen? Ne, die Wände sind so... Nein, nicht kopieren. Ich will sie eigentlich nur nach oben haben. Also in... Naja, keine Ahnung, wie ich das hinkrieg. Gut, vielleicht machen wir das in einem späteren Teil dann mal. Dass es einfach nach oben geht. Keine Ahnung, wir sollen ja nicht... Wir wollen jetzt hier nicht so viel Zeit verschwenden. Ja, genau. Ja, keine Ahnung. Dann brauchen wir auf jeden Fall Türen. Eine schöne Haustür vielleicht. Die ist aber so teuer. Oh ja. Was? Genörs. Ah, alles klar. Ich will eine schöne Haustür haben, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich finde die ja echt toll. Aber die ist so teuer. Ja, wir nehmen einfach die. Genau, dann müssen wir hier rein und dann brauchen wir ganz billige Zimmertüren. Schlichte Tür mit zwei Paneelen, schlichte Tür mit einer Paneele, 90.
Ja, ich würde sagen, in die Küche auf jeden Fall. Kann man da die Wand irgendwie rausmachen? Sonst bauen wir hier nämlich einfach nur... Ach so. Ach so, Kostet ja ein Schweinegeld. Machen wir halt auch nur eine Glastür rein. Oh. Hier sollte eigentlich eine Glastür rein und nicht, ja. Genau so. Hierüber so und dann normale schlichte Zimmertüren hier und hier und hier und das Bad ist verdammt klein geworden. Das hier und zwar einfach weg. Genau, so war das nämlich nicht geplant. Das war nämlich... so geplant. Genau, und dann brauchen wir jetzt wieder Türen. Ins Bad nehmen wir einfach eine schlichte Zimmertür, so. In die Küche, ja. Ja, auch. Ist das charakteristische Haustür. Genau, in die Küche nehmen wir das. Und dann... Achso, wir brauchen noch eine Balkontür. Haben wir sowas auch, eine Balkontür? Ja, nein, scheinbar nicht. So stimmt, wir können Dächer ja auch bauen. Sehr nice. Ja, nee, so. Und so und Kamera drehen und ja, wie kann ich denn da eigentlich irgendwas drehen? Wie kann ich irgendwas drehen? Ach so, okay. Gömisches Zeug. Genau so. Und dann brauchen wir da vorne nochmal. Nein. So, genau, und dann so und so und so und
Ich will aber die. Sieht doch scheiße aus. Nee, gefällt mir nicht. Ja. Sieht sehr komisch aus. Gömisch. Ja, so kann man das lassen. Ja, die Folge dauert 20 Minuten und ich bin noch nicht mal annähernd fertig. Ja, das ist wieder mal geil. Dann hierhin. Und hier nach vorne ziehen. Bisschen tiefer machen. So. Hier ist eigentlich nur so ein Pimmeleck. Nee. Zurück. Schön. Ja, genau. Einfach nur so. Und dann hier. Nein, das noch nicht. Erst hier. Und auch nicht so hoch. Ich weiß nicht. So sieht's besser aus, ja. Das hier noch ein Stück runter, noch ein Stück runter. Ja, so. Wobei, nee, vielleicht kriegt man das. So, ja, so ist das okay. So, genau. Ach, da fliegt ein Vogel. Ich wundere mich gerade, was da so in meinem Bild ist. Ja, genau, dann hier noch schnell. Oh, verdammt. So. Ja, genau. Es tut mir leid, dass das jetzt alles so lange dauert. Aber ich bin da echt kein Profi drin. Gut. Haben wir die Dächer abgeschlossen, dann. Ja. Genau so und dann kann man da irgendwie die Dachfarbe noch anpassen. Genau hier, da machen wir schöne Ziegel drauf, Dachziegel in. Ja, das hat doch was. Genau so. Gut, und dann gehen wir jetzt Fenster. Da kriegt's Bad auf jeden Fall, kriegt er. Jo, ich verabschiede mich hiermit, weil das Video endet bald. Also bis zum nächsten Mal.